Hallo und herzlich willkommen bei Altes Live mit Dennis, dem Heidelfrau, Currywurst im Busch und Major Basti, Smiley, Pascal, Greenfist, Mr. Schucke, Bufante, Andy, Mr. XTV und der ganzen anderen Bande. Hallöchen, Hallöchen. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Die Polizei ist natürlich heute freundlicherweise bei dieser Großdemonstration gegen die hohen Preise hier in Altes vor Ort und wollte das mit uns friedlich absichern. Wir sind heute einfach nur... Herr Officer, der Mann bedrängt mich. Könnten Sie mal da, Herr Officer... Nein. Ja, also bitte, Herr Currywurst, nehmen Sie da mal bitte Abstand. Das geht ja, und an alle, die hier... Warte mal. Wie kann man den Dauersenden nochmal machen? Hey. Doppelklicken. Drücken. Doppelklicken. Ha? Macht er nicht. Halt die Fresse! Naja, wie dem auch sei, wenn mir hier gerade beim Let's Play sich wundert, warum es im Hintergrund so klackert, ich weiß nicht, ob man es hören kann, bei mir ist gerade das Mega-Unwetter des Jahrtausends. Ich hoffe, es geht alles gut und nicht, dass hier gleich der Strom auf einmal weg ist, weil der Taros hat zum Beispiel seinen... Die haben aber auch Drogen genommen oder so, ne? Schönster Sonnenschein. Ja. Nee, hier, ja, aber ich meine jetzt, bei mir im, in der Realität, weißt du, Maurice kennt's ja nicht, ne? nee, also kenn ich gar nicht. Ne? Ja. So, und hier sind auf jeden Fall ein paar Leute am Start. Der Maurice hat das schon richtig gesagt. Der Major ist dabei, der irgendwo liegt. Nee, hinter dir. Ja, das weiß ich. Das ist ja vom Major, ist man nichts anderes gewöhnt. so, wir wollen heute. Der Bufanda ist, glaube ich, auch dabei irgendwo. Bufanda. Der Bronze ist dabei, den kennt ihr ja. Stellt euch da alle mal vor kurz. Die hier natürlich aus DayZ immer mitmachen. Hallo. Ja, Jungs, Bronze ist schon dabei, was sagen. Major, Bufanda. Ja, moin erstmal, Leute, ne? Hier Major, Bronze, Bufanda und Green ist, glaube ich, auch noch dabei. Ja. Wir sind ja sonst immer in DayZ am Start. Ihr seht mich ja hier, ne? Wir können und ja wie bei DayZ so einmal entlanglaufen. So, dann komm mal bitte ganz kurz, der Bronze, komm mal zu mir. Damit ich, das ist der Bufanda, okay. Das hier ist der wer? Major, ja. Der Major. Der Major, wer ist das? Major. Mayonnaise. Basti. Mayonnaisenglas. Das hier ist der wer? Wer ist denn das? Sein Nickname. Nee, Bronze ist das. Wer ist das denn hier unten? Fabian, Alter, der Rollator. Herr Officer, gucken Sie mal. Schlange. Oh mein Gott. Pisst auf ihn. Ja, und der Maurice, den kennt er ja noch aus der Folge 647. Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja noch letztens drei Folgen neu aufgenommen. Ist tot. Ja. Und der Maurice hat mit uns ja als Undercover-Typ hier als Zivilist gespielt. Und heute ist der Maurice im Dienste des Staates unterwegs und wir können ihn ja ein bisschen begleiten, praktisch wie bei einer Dokumentation, denn ich habe beschlossen, dass ich zur Presse gehöre. Aber heute wollen wir mal einfach über die hohen Preise in Altes demonstrieren, denn die Ölpreise sind mal wieder gestiegen. Und die Polizei hat sich hier versammelt, um diese Demonstration friedlich zu bewachen. Wir sind ja ein paar Leute, wie man sieht. Und ja, also wir möchten gegen die hohen Preise demonstrieren. Ja? Die Mauer muss weg! Was? Steuern runter! Steuern runter! Steuern hoch! Steuern hoch! Runter! 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 Die Mauer muss weg! Weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Mauer bauen! Keiner will eine Mauer bauen! Die Mauer muss weg! Wir haben demonstriert hier, das war's dann auch schon. Wow! Hat auf jeden Fall viel gebracht. Wow. Wir machen jetzt alle eine Sitzblockade einfach hier. Ja komm, wir setzen uns hier einmal längs. Du kommst ja nicht durch. Ja, einmal Sitzblockade! Sitzblockade! Sitzblockade, alle Sitzblockade! Sitzblockade! Hallo, von ihr da! Niedrigere Preise in Altes! Niedrige Preise in Altes! Wir wollen niedrige Preise in unserem Revier, sonst müssen wir kriegen Hartz IV! Hartz IV und der Tag gehört dir! Wir sind keine Fans von Schalke 04! Was machst du hier vor mir, Curry? Kann man sich denn hinsetzen hier? Das bin ich doch gar nicht, Alter! Warum dreht er sich die ganze Zeit vor mir? Ich werde nichts mehr essen, bis die Preise reduziert wurden. Oh, ich muss mal die Effekte runterstellen. Alle reden durcheinander. Voll chillig. Hey, hier. Muss die Effekte runterstellen. Ja. So, Herr Kollege da hinten, könnt ihr mal wieder einmal. Der gehört nicht zu uns, der hier steht. Ich sichere hier ab. Gengo. Der Kollege dort bitte mal die andere Seite. Oh, sicher die Sitzblockade ab. Die Friedlichkeit war. Ja. Der Brunze, Alter, geil. So, mit wem können wir denn hier reden? Mit wem können wir denn verhandeln? Wir brauchen einen Unterhändler. Ich will mit dem Bürgermeister von Kavala reden. Der Bürgermeister von Kavala? Ja. Nee, tut mir leid. Also, wenn Sie die Zeitung der GDP gelesen haben, hätten, dann würden Sie jetzt wissen, dass der im Gespräch mit dem Herrn Thomas von Tom's Wet Burger dahin. Ja, und wir möchten aber wir möchten die Ölpreise. Wir können uns kaum noch irgendwas leisten für unsere Autos.
Familie. Der Sprit ist so teuer, genau, die Familie. Curry, sag doch auch mal was. Nee. Warum? Nee. Warum, nee. Curry? Also Curry, warum? Nein. Nee. Curry, warum? Steuern hoch, runter. Ja, nö, dann gehen wir jetzt einfach alle. Curry, auf drei stehen wir auf. Eins. Curry ist doch reich genug. Zwei. Drei. Steht auf, mein Volk. Ich möchte eine Rede mein halten. Mein Volk. Komm mal mit. Oh mein Gott, wir folgen alle dem Heideltraut. Heideltraut, Amen. Stellt euch mal bitte... Hoch. An die eiserne Helene. Genau. Stellt euch mal alle bitte hier einfach so in die Reihe. Hier hin. Alter, 20 Leute hinterher. Alle mal einfach hier in die Reihe stellen. Okay, Moment. Geh du runter. Eine Hochmatze. Sir, ja, Sir! Major, sag mal, dass die... Da alle da... Oder Curry. Stellt euch mal alle hier hin, bitte. Alle in die Reihe stellen, Leute. Und, heiligt dem heiligen Dennis. Schön Dennis macht er das. Hochkommen, weil wenn die nicht hören, sage ich dann, sonst springe ich. Nee, bleib ruhig da. Okay. Ihr müsst die Cops in Schach halten. So, ich geh jetzt hier hoch, warte. Wir demonstrieren jetzt heute für die hohen Preise in Altes. Kann ja nicht mehr sein, Leute. Spring. Ja? Springen, sagt der. Moritz sagt den schon. Da. Jetzt oben. Zeig das Land, das du es nicht. Die Polizei kommt. Steuern runter. Denk doch mal einer an die Kinder! Ich will Lolli! Da ist Heideltraut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt wird Heideltraut getasert und fällt runter! Ruhe! Ey, da kommt ein Polizist hoch, Dennis! Wo denn? Was soll er kommen? Da Maurice kommt zu dir! So, mein Volk, hört mir zu! Ich möchte eine Rede halten! Psst! Ruhig da unten! Leute, Ruhe! Ruhe! Maurice, bleiben Sie weg, sonst springe ich! Ups, Alter. Maurice, bleiben Sie weg. Ich möchte eine Rede halten, Maurice. Ich möchte nur eine Rede halten. Dass er da wirklich runterfällt. Ja, ganz ruhig. Ich will nur zuhören von dir. Okay, ich habe Angst, dass ich den falschen Knopf drücke. Mein Volk, ich wollte schon immer etwas sagen. Diese Polizei in diesem Ort, die tut uns nichts Gutes. Sie senkt die Minderwertigkeits... Was? Können Sie mich mal unterbrechen? Ich habe hier eine Rede, ja? Ey, der hat mich gefesselt hier oben. Nee, doch nicht. Alles gut. Los, Maurice, alle retten! Maurice, Sie müssen runtergehen, denn da unten, die Leute fangen schon an nervös zu werden, ne? Wollen meine Rede hören. Nee, nicht hochgehen, Leute, nicht hochgehen. Wer kommt denn da jetzt hoch? Ja, die kommen jetzt alle hochgerannt. So, Kollegen. Leute, hier bleiben. So, alle, ich möchte bleiben. Eine Rede halten. Hört zu. Mein Volk, wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Da kommt auf den Tag, an dem wir über Altes herrschen wollten. Doch es kam eine Macht auf uns nieder. Mit einem blauen Wagen, mit blauen Uniformen, mit blauen Penissen. Man nannte sie die Schlümpfe, beziehungsweise die Polizei. Ihre Macht haben sie demonstriert, indem sie die Straßen absperrten und unser Volk, welches gegen die hohen Ölpreise demonstrierten, niederzwingen wollten. Mit einer Sitzblockade haben wir es versucht und wollten die Preise runterzwingen, aber der Herr Bürgermeister wollte ja nicht kommen. Und deswegen, mein Volk, bewerbe ich mich hiermit als Bürgermeister von Kavala. Ich möchte diese Stadt sichern und deswegen frage ich, wollt ihr den totalen Krieg? Wer stimmt zu, alle salutieren? Wer will den totalen... Oh, ich wurde festgenommen. Ja. Hört! Ich werde vom Polizisten festgenommen. Kommt alle nach oben, demonstriert alle nach oben. Der Bürgermeister! Der Bürgermeister wird abgeführt. Alter, was ist das? Curry! Und ja. Der Führer, wir kommen... Schüsse! Wie der laufen, ey. Ich stehe unter starkem Beschuss. Weißt du, wer hat den Granat dabei? Herr Maurice, ich hab doch nur eine Rede an meinen Volk gehalten. Was ist los? Gucken Sie, die sind alle aufgebracht. Ich guck hier gerade irgendjemand in meinem Arsch rein. Wie sie da hochkommen, Alter. Die Karawane zieht weiter, der Sultan, der kommt. Heil den Bürgermeister. Warte mal. Der Bürgermeister wird abgeführt. Warte mal, wir regeln das auf die friedliche Art. Das ist unser Bürgermeister. Maurice. Komm, wir können über alles reden, Junge. Boah, eine Großdemonstration für die Polizei. Alter, da liegt halt auf dem Treppen. Ich bin tot. Oh, der erste Gefallene. Herr Maurice, was hab ich denn gemacht? Ich hab doch nur eine Rede gehalten. Ich bin in der Shit. Luft gefallen. Sind Sie gegen die Demokratie? Ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, ich wurde auch die Treppe runtergeworfen. Herr Maurice, sagen Sie mir, was ich getan habe. Danke, dass Sie mich umgebracht habt. Können Sie mal bitte Ihren Kopf aus meinem Hinternehmen? Oh Gott. Ist mir gerade runtergeflogen, Mann, ey. Herr Maurice hat seinen Kopf immer im Hintern. Ey, was Maurice, die ganze Zeit hast du doch was ist jetzt los, Alter? Sie müssen das schon begründen, Maurice. Sie können doch nicht hier einfach freie Meinungsäußerung ja, das ist freie aus der Kraft setzen.
Maurice, bitte jetzt erklär mir mal, was ich getan habe. Meinungsäußerung, allerdings haben sie ja gerade Hetzreden über uns verbreitet. Nein, das stimmt nicht. Das ist. Ich meine nicht. Meinungsfreiheit gehört? Ja, Meinungsfreiheit. Er hat sich ja nur als Amt zum Bürgermeister beworben. Ja, ich will doch nur Bürgermeister werden. Freiheitsberaubung. Nein, du willst Bürgermeister werden. Ja, eben. Wie SpongeBob. Also wenn er mich so weiter runter rumschiebt, wird mir gleich schlecht. Also das ist nicht legitim, da, was die da machen, Maurice. Guck mal, da unten liegen schon die ersten Leichen. Guck mal, was sie hier verursacht haben. Ich wurde getötet, ich verklag die Polizei. Ich möchte gerne, dass der Curry oder der Bronze, dass der Curry und der Bronze mein Anwalt wird und der Major auch. Ja. Ich habe meine Anwälte angerufen, die kommen jetzt oben aufs Dach. Ah, ich wurde freigelassen. Komm hoch. Nee, hier auf dem Dach kommt keiner mehr runter. Bringen Sie es erst runter, wenn mein Kollege hier oben ist, wenn er nicht wieder vom Dach fällt. It's the final countdown. Jetzt geht's aber los, Sie können nicht einfach unseren Mandanten hier entführen. Maurice, das wird teuer für Sie. Was hier wieder los ist bei Aldis Live. Jetzt den Rebellen an. Wir werden Sie verklagen wegen Freiheitsberaubung, das wissen Sie, ne? Ja, das hier ist pure Freiheitsberaubung. Ich hab nur eine Rede gehalten, wollte mich als Bürgermeister bewerben, wollte eine sichere Polizei für diese Stadt. Und gute Burger. Und dann stecken Sie Ihren Kopf immer in den Hintern. Und gute und wohlschmeckende Burger, mehr wollte er doch nicht. Ich hab's mal im Hintern. Lecker. Ich schau jetzt mal, ob alle Polizeiautos abgeschlossen sind. Das ist so geil für den Zuschauer gerade hier, der sieht einfach nur, wie ich die ganze Zeit rumgeschoben werde. Guck mal, wie der es einfach nicht hinkriegt, ne? Sich da runter zu. Hallo, guten Tag hier, meine Damen und Herren. Da ist der Herr Anwalt, da ist mein Anwalt. Ich darf einmal bitte in den Gefangenen freisolassen, denn hier, Barbara Salisch, ne? Ja. Hören Sie mal. Was schieben Sie denn den Angeklagten hier so rum? Hören Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank oder was ist da los mit Ihnen? Herr, Sie beruhigen sich jetzt mal mit Ihrem Kaffeesatzleserei da. Alter, der schmeißt mir doch Probleme mit dem Fuß. Können Sie mal den Gefangenen jetzt stehen lassen? Sag mal, sind Sie ganz vom Geiste gebannt oder was? Der hat doch einen Raucherfuß, der kann sich doch gar nicht so viel bewegen hier. Wenn Sie mal an dem Gefangenen hier rumzuschieben, der kriegt noch O-Beine. Halt die Fresse da hinten, Mensch. Alter, eine Waffe. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Warum bin ich tot? Du wurdest abgeknallt von... Oh, unser Mandant ist schwer verwundet. Bring ihn ins Krankenhaus. Barbara Salisch beendet den Fall. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich hab nichts gemacht. Ich wurde einfach Was macht der schiebt meine Leiche gegen. Das war ein bisschen der Schock, der dich abgeknallt hat. Puzzle. Kommt der einfach mit der Waffe. Schockt, Alter. Der knallt ja einfach ab, ey. Alter. Hör mal, Maurice, können Sie sich mal beruhigen jetzt, oder was ist da los mit Ihnen? Der bombt erstmal hier das Let's Play, ey. Alter. Weißt du, ich hab nur eine Rede gehalten in dieser Folge und werd jetzt mit meinem Kopf durch Beton geschoben, Alter. Ist der Schock, was sollte das denn bitte? Freiheit! Hör mal, Mr. Schock, sag mal, sind Sie bekloppt, oder was? Sie haben hier gerade unser Mandant erschossen. Hä? Der surft auf meine Leiche, Alter. Er ist der Heidelsurfer. Du, der Bürgermeister ist im Krankenhaus, der kommt gleich wieder. So, jetzt werde ich erstmal fragen, was das soll. Das war ja meine Straftat hier, ich hoffe, das wird ordentlich geahndet. Kreppe, das ist eine Leiter, mein Freund. Also, sorry, aber... Dennis, das war der Mr. Schock, der hat mit dem wohl nichts zu tun. Ja. Warum knallt er mich denn ab? Ist der doof? Ja. Keine Ahnung. Hat irgendwelche Probleme, glaube ich, keine Ahnung. Vielleicht war er geistig nicht mehr ganz anwesend. Brain. Ja, ist ein Amokläufer. Brain up, Car. Alter, wieder lacht. Wir werden auf jeden Fall später noch normal eine Tankstelle überfallen mit dem Major und so weiter. Haben wir schon einen Plan zurechtgelegt. Ja. Haben wir jetzt aber noch nicht. Oder ein Banküberfall wäre auch gut, ne? Oh nein, es fängt an zu regnen. Wie sie alle hier die Leiter runterklettern im Marsch. Alle hängen sie mir im Arsch. Das riecht hier so gut. Also wir müssen mal zu Mr. Schock, glaube ich, ne? Mein Volk, kommt her! Entschädigung! Hier, mein Volk! Dennis Sachen waren wertvoll. Der Schmerz ist mein Volk, kommt her! Dennis, was ist los mit dir? Hier bin ich! Kommt her, mein Volk! Wo bist du denn? Dran! Geht dich ran, mein Volk! Hallo, Heilfrau! Barbara Salisch am Start! Geht dir dran, mein Volk! Geht dir dran! Ich habe etwas zu verkünden! Er ist wieder auferstanden! Er ist Jesus! So, wo ist Mr. Schock? Disconnected. Was? Was für Disconnected? Ich geh jetzt erstmal mit dem Polizisten reden. Ich komm mit. Ja. Ich wollte nicht irgendwie hauen. Maurice, ich wurde gerade von Mr. Schock umgebracht. Meine ganzen Sachen sind weg. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, korrekt. Der hat sich gerade. Ja, der ist gerade schlafen gegangen. Das ist. Darf man mitfahren? Der
Der Bürgermeister braucht eine Eskorte hier. Kann dir meinen Hut geben. Sie sehen, es ist überall gefährlich hier. Hat jemand Dietrich, Alter? Der Geist, hier einen Anzug geben würde, oder? Hat jemand Dietrich? Ja, du wolltest ja keinen kaufen. Kaufen wir jetzt einen. Kauf dir mal einen Laster da. Mach ich auch. Kannst du den auch holen. Ja, dann machen wir Party-Truck. Ja. Den Orangen hier, ne? Dennis, ich kann dir meinen Hut geben. Er bietet dir seinen Hut an. Alter, ja. der Laster ist auf. Soll ich mich für dich aufwärmen? Ernsthaft? Steck mal ein. Ach nee, da sitzt schon jemand im Fahrersitz. Ich hab dir den Hut gegeben. Hör mal, knallt er den erstmal eiskalt überlaufen. Dankeschön! Er hat dir einen Hut gegeben, ja? Oh, ich glaub das nicht. Alter. Ja, ich kann dir noch mehr geben. Brauchst du ein Magazin im Kopf? Was? Was? Ich brauche einen Dietrich. Hat jemand einen Dietrich? Ja, ich hole mir jetzt einen Dietrich. Aber voll der illegale Typ, Alter. Ey, du bist nackt. Voll der illegale Typ. Das ist echt so, ey. Ey, brauchst du ein Magazin? Ich hab jetzt einen Dietrich. Okay. Boah, Dietrich? Teuer. Kann man bei Altes mit einer Faust zuhauen? Na Faust? Nee. Nein, kannst du nicht. Sonst hätten wir alle die Polizisten umprügeln müssen. Also ich will nicht wieder vom Server gebannt werden. Ich habe bis jetzt auch nichts Schlimmes gemacht, ja. Ich möchte nochmal betonen. Hey, du hast ja nur eine Rede gehalten. Und wurdest aber abgeknallt. Naja, sie schlimm benennen war jetzt nicht politisch so klug. So, der Truck da, guck mal. Ich hol mir den, warte. Ja, da sitzt schon jemand drin. Ja, und ich will einen Schlüssel. Ja, aber der fährt doch. Lock den mal raus. Hallo. Komm, wir setzen uns alles zu denen dazu. Nee, warte, ich versuch gerade. Also ich setz mich jetzt in den Laster. Ich sitz auch drin. Oh, yeah, komm, Party. Sitz im Laster, Alter. Der soll nicht losfahren, sonst fährt er. Kommen Sie rein, steigen Sie ein in die Party-Truck. Hallo. Ach, ich sitz vorne. Hallo. Was ist los? Alarmanlage. Guten Tag. Und jetzt brauchen wir nur noch die Musik und dann. Da kommt alle rein hier. Also, wie geil. Eine kleine Rundtour machen. Naja, man soll den hingehen. Fahr mal ein bisschen. Oh. Zeig uns mal Cover. Ja, du hier, Gaudi. Das ist wieder Gaudi, du. Das ist wieder Gaudi. Ich möchte zum Puff. Was? Was? Ja, oh ja. Oh der ja. Bürgermeister im Puff. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Ja, wir haben alle unsere Bedürfnisse. Jojo. Oh, meine Schiffe geht auch gleich. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Kavala. Hier gibt es immer Kavala. Partybus, bam, bam, bam. Ja. Was ist denn? Also, bleib ruhig, ja? Bleib ruhig, mein Freund. Rüber ran. Nein, bleib ruhig. Bronzibiert. Du hältst jetzt deinen Schnauze, ja? Ich kann nicht. Wenn der Laster nicht in deinen Kopf drin ist, hältst du deinen Schnauze. Wir müssen irgendwie aus dem Laster rauskriegen und uns den Laster klauen. Das kriegen wir nicht hin, Alter. Kannst du uns vielleicht die Stadt Kavala mal vorstellen für die Neuen? Vielleicht? Vorstellen? Wir sind das erste Mal hier. Nein, Mann. Da brauche ich einen Freiwilligen. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Immer, aber wir brauchen hier einen Reiseführer. Ist dein Leben nicht in deinem Kopf drin? Guck mal, die Boah, hier sitzt voll der Hitze. Oh. So, die Ego-Perspektive machen, Alter. Labest du, ey. Der eine voll die Hitze. Also 10 Leute hier im Bus oder kannst so. Kannst du mir dein Laster mal leihen? Netter Versuch, Major. Inwiefern leihen? Ich hab damit was Bestimmtes vor. Wird dir bestimmt gefallen. Mir gefällt deine Unterhose. Was? Das ist so schön. Also Andy, ne? Also Andy, sag mir, gefällt dann jetzt, aber bitte, das unterlassen wir jetzt bitte, ja? Andy? Warten wir, bis wir im Puff sind. Nein, er steht doch auf mich. Nein, hier steht keiner auf niemanden, wir unterlassen das jetzt. Drive me crazy. Ich sehe es kommen, er nimmt eine Laterne mit. Ja, drive me crazy. Komm, gib mal mehr Gas, sag mal, was die Kiste drauf hat. Ja, fahr mal schneller. Der Partybus also, von Kavala. Übrigens von der Marke Jamak. Schneller. Na, bremsen! Und jetzt Gas geht! Ja! Jawohl! Geil! Tschüss! Nein! It drives me crazy! Und jetzt links! Wenn wir explodieren, will ich mein Geld wieder,
Und dann nochmal links. Und wenn er uns hat, dann müssen wir aussteigen und alle in eine Richtung laufen, weißt du? Und jetzt geradeaus, geradeaus. Ich kann dir das Geld wiedergeben, ich hab 30 Mille. Los. Wer ist das? Pascal? Du hast 30 Mille. Oh, da kommt der nächste Polizeiwagen, Alter. Oh Gott, der wird uns rammen, oh Gott. Ja, ich hab 30 Mille. Ich bin neuer Einsteiger, kannst Pascal, du mir das kann Rammi gegen die Steine. Kannst du mir was geben? Sauber, Alter, sauber. Alter, Poli, Alter, nächster Polizeiwagen auf dem Weg. Nee, oh mein Gott. Weil ich weiß. Hab nix. Ich bekomme Steifen. Die Kripo! Sie sind die Männer von Cobra 11. Voll die ultra fette Verfolgungsjagd, ja. Ja, geil, Alter. Aber ohne das Wort kriegen wir uns nicht. Boah, die rammen sich gegenseitig weg. Boah. Ja, und wir machen jetzt hier Vollpäuschen und wir sehen mal in der nächsten Folge, wie wir das weit. Wie weit oh mein Gott, bis dann, Leute. Tschüss!